In der vierten Aufgabe war ein Schaltbild gegeben, das in etwa so aussah und zu dem jetzt das Zeigerbild gesucht war. Alles, was man jetzt eigentlich für die Lösung wissen muss, ist, dass an einem Widerstand der Zeiger für den Strom und der Zeiger für die Spannung in die gleiche Richtung zeigen, parallel sind. Mehr, also wie lang die sind, kann man nicht sagen, wenn keine Werte für R, L und C gegeben sind. Genauso muss man wissen, dass an einer Induktivität, wenn der Strom eben in diese Richtung zeigt, dann zeigt die Spannung um plus 90 Grad phasenversetzt nach oben, sodass diese beiden Zeiger genau senkrecht aufeinander stehen. Und an einer Kapazität, wenn der Stromzeiger in diese Richtung zeigt, dann zeigt die Spannung auch um 90 Grad phasenversetzt, aber genau minus 90 Grad phasenversetzt nach unten, sodass diese beiden Zeiger auch senkrecht aufeinander stehen. Und dann muss man eben beachten, dass in so einer Schaltung natürlich in einer Parallelschaltung wie hier die beiden Spannungen gleich sind und die Ströme sich eben addieren oder aufteilen aus dem Gesamtstrom oder zu dem Gesamtstrom. Und zum Beispiel in einer Reihenschaltung wie hier, wo der Widerstand R2 und diese Parallelschaltung miteinander in Reihe geschaltet sind, dass die natürlich die Reihenschaltung vom gleichen Strom durchflossen wird, aber sich die Spannung addieren zu der Gesamtspannung hier. So, um jetzt dieses Zeigerbild zu zeichnen, muss man mal irgendwo anfangen. Und dazu ist es taktisch klug, also so in der Mitte anzufangen, das von innen nach außen zu entwickeln und sich zum Beispiel mal diesen Strom hier festzusetzen, festzulegen, indem man sagt, dieser Strom als Zeitfunktion i von t wäre zum Beispiel i Dach mal Sinus Omega t ohne irgendeinen Phasenwinkel. Und das würde ja heißen, als Zeiger wäre dieser Strom einfach dieser Betrag I Dach als Runer-Spitzenwertzeiger mal E hoch J 0 Grad. So, und damit kann man dann anfangen, jetzt so ein Zeigerbild zu zeichnen. Ich nutze dafür mal den ganzen hier verbleibenden Platz und sage, das ist die imaginäre Achse von dem Zeigerbild und das hier zu dieser Seite ist die reelle Achse von dem Zeigerbild. Und zeichne diesen Strom I hier direkt mal ein. Man weiß ja nicht, wie lang der ist. Es ist ja nur qualitativ gesucht und nicht quantitativ und sage, dass mit einem Phasenwinkel 0 auf der reellen Achse ist dieser Strom. So, wenn man jetzt diesen Strom kennt, kann man natürlich auch direkt diese Spannung hier, die Spannung UR1, als Zeiger einzeichnen. Die muss ja entsprechend in die gleiche Richtung zeigen. Und ich zeichne diese Spannung jetzt mal ein bisschen länger rein. Also einfach damit man die Zeiger voneinander unterscheiden kann, das wäre dann die Spannung UR1. Und diese Spannung fällt natürlich auch gleichzeitig über dieser Kapazität ab. Wenn man jetzt die Spannung über der Kapazität weiß, dann kann man natürlich auch den Strom durch die Kapazität bestimmen, weil man weiß, an der Kapazität Spannung und Strom sind genau in diesem 90 Grad Phasenwinkel. Also wenn die Spannung jetzt in diese Richtung zeigt an der Kapazität, dann muss der Strom hier so nach oben zeigen. Deswegen zeichne ich den Stromzeiger hier so hoch. Und jetzt wissen wir, an diesem Knotenpunkt muss sich der Gesamtstrom, der durch den Widerstand R2 fließt, den nenne ich mal I2. Und hier ergänze ich noch, dass das IC war, dass sich dieser rote Strom I2 als Summe dieser beiden Ströme IC und unserem Ursprungsstrom I ergibt. Das heißt, wir könnten uns jetzt an das Ende von dem Stromzeiger I mal nochmal den Stromzeiger für IC randenken oder beziehungsweise hier den Zeiger für das I randenken, so dass sich eben als grafische Addition dieser beiden Ströme dieser Stromzeiger I2 ergibt. So, wenn man jetzt diesen Stromzeiger I2 weiß, dann kann man im nächsten Schritt natürlich auch die Spannung U2 hier bestimmen und die muss wieder parallel sein zu diesem Strom. Und die male ich jetzt auch mal wieder ein bisschen länger als diesen Strom, dann ist das die Spannung U2. Und jetzt wissen wir in dieser Reihenschaltung die Spannung und die Spannung, die müssen zusammen genau die Spannung hier drüben über. Also jetzt in hellgrün, aber dick, die Spannung über der Induktivität, die Spannung UL ergeben. So, das heißt, also an das Ende von der Spannung U2 jetzt nochmal,
die Spannung UR1 rangedacht, beziehungsweise an das Ende von UR1 nochmal die Spannung U2 rangedacht, dann ist in hellgrün und dick das die Gesamtspannung, die Spannung UL, die jetzt über dieser ganzen Schaltung, über der Induktivität abfällt. Und jetzt können wir eben auf das kleine Zeigerbild hier für die Induktivität gucken und können sagen, okay, wenn die Spannung in diese Richtung zeigt, muss der Strom in diese Richtung zeigen, also mit einem 90 Grad Phasenwinkel, aber jetzt hier so schräg nach unten weg, das muss dann der Strom sein, der Strom IL, der hier durch diese Induktivität durchfließt, so dass also am Anfang diese beiden Sachen standen mal senkrecht aufeinander und diese beiden Zeiger, die stehen jetzt auch senkrecht aufeinander. Und jetzt können wir schlussendlich noch als letztes an diesem Knoten hier oben gucken und den Gesamtstrom bestimmen, IG oder I Gesamt. Und der ergibt sich ja aus diesem hellblauen Strom IL und aus diesem roten dünnen Strom I2. Das heißt, man müsste jetzt mal hier an das Ende von diesem Zeiger nochmal das IL ungefähr dran malen, beziehungsweise an das Ende von dem Stromzeiger IL nochmal den Strom I2 ungefähr dran malen. Dann kommt man hier zu diesem Punkt und dann könnte man sagen, der Strom I-Gesamt, der Gesamtstrom, der zeigt jetzt hier so in diese Richtung. Das ist genau die grafische Addition der beiden Teilströme durch die Induktivität und durch den rechten Teil dieser Schaltung. Und damit ist dieses Zeigerbild jetzt komplett konstruiert und die Aufgabe damit gelöst.